So, wie ihr seht, wieder eine Runde T34-2, wie schon im Video davor. Meine Leidenschaft ist einfach momentan Medium fahren. Das macht mir echt Spaß. Ich bin da auch, glaube ich, gar nicht so schlecht drin. Deswegen fahre ich das gerne. Ich hoffe, es ist nicht ganz so schlimm, da jetzt halt gerade die Mediums kommen. Hier habt ihr mal kurz die Teamübersicht. Dass ihr euch nicht wundert, die grauen Spielernamen sozusagen nicht Spieler, wo mir Statistik fehlt, sondern das sind einfach die besonders schlechten. Ja, da seht ihr ja, da ist sozusagen eine WN8 von unter 300. Die kann man getrost eine Pfeife rauchen, zumindest was ihre durchschnittliche Leistung angeht. Davon haben wir ein. Nein, doch ein. Und der Gegner drei. Kann man, wie gesagt, vergessen. Gerade bei Leuten, die 20.000 Gefecht haben und eine WN8 von 200, das wird wohl auch nicht mehr besser. Hier auf dem Match habe ich mir gedacht, ich gehe mal nicht die übliche Route und alle auf die andere Seite, weil dort sind ja schon jede Menge von uns gewesen. Und ich habe hier mal was anderes versucht, dadurch, dass hier auf dieser Ruhe. Vorher, ich glaube in Flammen, ja, Fury, Feuersturm, irgendwie sowas. Ich habe gerade nur die englischen Namen, weil ich meinen Bulletin auf Englisch gestellt habe. Da hier so viele Panzerfracks rumstehen, habe ich mir gedacht, das ist so eine gute Variante, weil da kann ich meine komplette Hülle verstecken. Und wenn ich mich ein bisschen schlau anstelle, kann ich mich auch entsprechend dahinter stellen, dass ich zurückschießen kann und trotzdem meine Hülle versteckt, dass man nur meinen Turm sieht. Da der T34-2 einen unglaublich harten Turm hat, gerade mit der Anwinkelung und so weiter, dass er so rund ist, ist das echt eine gemeine Position, die ich hier gerade eingenommen habe. In dem Moment, wo ich nämlich was sehe, also ich kann jetzt zwar nicht hier direkt, wo mein Panzer hinzeigt, sehen, hier oben, das wird schwierig vielleicht direkt. Beziehungsweise hier unten zumindest, was hier unten so lang kommt, wird schwierig. Aber wenn ich was sehe, wenn ich was beschießt, können sie auch nicht wahnsinnig viel von mir zerstören. Ich sitze hier einfach nur eine Weile ziemlich geduldig rum. Da bis jetzt nur drei Panzer aufgedeckt wurden, habe ich nicht irgendwie jetzt das Bedürfnis, mich da gnadenlos in den Kampf stürzen zu müssen. Der Cromwell fährt da ein bisschen rum. Deckt mich wahrscheinlich jetzt auch gleich auf. Jetzt nehmen wir nur, wo ich geschossen habe, hat er mich mit Sicherheit aufgedeckt. Da fahre ich halt noch ein bisschen in Deckung, sicherheitshalber. Eine Arti haben sie nicht, von daher muss ich mich auch nicht großartig wegbewegen. Deswegen ist es ja eigentlich eine sehr, sehr entspannte Position. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt hier nochmal so weit weggefahren bin. Weiß ich wirklich nicht. Ist schon eine Weile her, das Replay, deswegen nehmt es mir bitte nicht übel. Und so habe ich einen Jackson, obwohl ich einen IS sehe, die natürlich so weit drüben gekommen, dass ich das nicht erwartet habe. Aber jetzt kann ich sie natürlich super behaken. Ich habe auch meinen Scherenfernrohr drin. Und er kann schießen, wie er will, ihr kommt bei mir nicht durch. Also, wenn ihr euch das mal anschaut. Warte mal, jetzt ging irgendwie eine Pause. Das war die Pause, genau. Muss ich nur noch rausfinden, wie ich meine Kamera drehen konnte. So. Also, wenn ihr hier mal guckt, was ich denen zeige, das ist wirklich nahezu nichts. Also, in dem Moment, da wo mein Rohr hinzieht, da standen sie ja gerade. Und sie müssten links neben meinem Turm eigentlich sozusagen auf meine Container schießen, um mich zu beschädigen. Solange sie meinen Turm treffen, ist da nichts zu machen für die. Dadurch, dass es auch noch ein Jackson ist, sprich eine Stufe 6 Panzer, wird das echt hart für ihn. Der IS hat nicht die genaue Kanone dafür, der schießt daneben bei der Aktion höchstwahrscheinlich. Von daher ist das einfach mal eine wirklich ideale Position hier. Und ich kann den IS dort einfach einen nach anderen reindrücken. Bei so einer Position bin ich als Medium auch in der Lage, es ohne Probleme mit einem schweren Panzer aufzunehmen. Weil ich halt meine Schwachstellen sehr, sehr gut verstecken kann gerade. Sehr, sehr gut. Hier habe ich blöderweise nicht so getroffen, wie ich gerne gewollt hätte. Anscheinend. Weil er lebt ja noch. Und da schießt wieder der Jackson. Nein, das war der erste. Entschuldigung, das war gar nicht der Jackson. Sprich, er steht da immer noch. Das war der Jackson. Also, der hat es aufgegeben, der steht auch ein bisschen weiter unten, der steht gar nicht so weit oben wie der IS. Von daher hat er keine wirkliche Chance, da durchzukommen. Und hier habe ich ihn halt ein bisschen, naja, provoziert, würde ich mal nennen. Ich wollte ihn eigentlich, ich habe ihn ja nicht wirklich beleidigt, ich habe einfach nur provoziert, dass er bitte mehr schießen soll, weil das mir halt Punkte bringt, so ungefähr. Währenddessen hat unser Team es zumindest geschafft, mal im Cap zu stehen. Und wieder resettet zu werden, beziehungsweise rauszufahren, was nicht ganz so geil ist. Ja, und wir stehen halt hier. Also,
Ein Stufe 6er Panzerjäger, der so auf was schießt, das ist einfach nicht für ihn machbar gegen einen Stufe 8 Medium Panzer mit so einer Eigenschaft. Das ist für ihn einfach nichts drin zu holen. Weiß nicht, der VK-30P, der war hier fast ein bisschen übereifrig. Wenn der IS noch gestanden hätte, hätte er sich einen ordentlichen Batzen Lebenspunkten verabschieden können. Da kommt eine andere Russisch vor. Den gebe ich eine mit, wenn er unbedingt rüberkommen will. Wenn er die Geduld verliert. Da ist wieder die IS offen. Dem kann ich auch. Die Kanone ist nämlich relativ genau. Ich treffe ihn zumindest, allerdings treffe ich nicht mehr so, dass ich da durchkomme, dadurch, dass er halt so schräg am Berg steht. Und da kommt der Jackson vor. Habe ich mich echt gewundert, was der hier will. Und habe mir den halt mal geholt. Ich hätte aber ihn gar nicht so weit oben vermutet, da die Abpraller eigentlich von weiter unten kamen vorher. Er hätte aber wahrscheinlich auch nicht vermutet, dass da ein VK noch steht vor mir. Aber er hätte auch nichts davon gewonnen, wenn er vor mir gestanden hätte. Außer dass er mir vielleicht ein bisschen Schaden gemacht hätte. Sonst nichts. Jackson ist auch das Einzige, was mir bisher überhaupt Schaden gemacht hat. Das ist doch eine Su-100, die, glaube ich, nicht so richtig darauf gefasst ist. Doch, ist er. Der VK halt holt sich den Schaden ab und stirbt dann am Cromwell. Und da holt sich jetzt Chitou die Su-100 und der Cromwell steht in der Mitte, der steht auf F5 und haut ordentlich Schaden raus. Das ist auch dann der Top-Player im Gegnerteam. Also, ich guck gerade mal, ist der. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Der Cromwell hat nämlich schon 3 Kills. Also, da seht ihr schon, der kann was. Und der hat auch gut antizipiert, wann er wieder Gas geben muss. In dem Moment habe ich nämlich hinter ihn geschossen. Blöderweise deckt der T20 nicht nochmal für mich auf. Also muss ich mir selber ein bisschen weiter vordrücken und suchen. Jetzt ist der Chrome wieder offen. Jetzt bin ich aber schon weiter runtergefahren vom Berg. Und damit auch nicht mehr in der Lage, ihn einfach so in der Kuhle da zu treffen. Niemand, wo er aber dort an den Berg hochfährt, bin ich natürlich schon in der Lage, ihn zu treffen. Also ich werde jetzt mal ein bisschen vorspulen, weil hier passiert nicht so wahnsinnig viel. Ich taste mich immer weiter vor, weiter vor, weiter vor, weiter vor. Jetzt ist die Hellcat da drüben offen. Die ziehe ich natürlich mal ein. Weil die so schön stehen bleibt. Kein Millimeter bewegt. Kann man halt dann schon mal in Ruhe einzählen. Kann man noch ein zweites Mal einzählen. Und dann irgendwie nicht mehr treffen, wo man hingezielt hat. Was ein bisschen merkwürdig ist. Das Problem ist, wenn ich jetzt hier rausfahre, jetzt habe ich gerade ein bisschen Schutz durch die Kuhle gehabt. Jetzt, wo ich jetzt hier rausfahre, wenn ich durch alles, was von der Mitte kommt, offen. Also richtig offen. Und der kann einfach nur nicht treffen. Das ist der gegnerische T-34-2. Ich weiß nicht, warum der so schlecht im Zielen ist. Der hat gnadenlos vorbeigeschossen. Ob ich ihm die Kanone zerschossen habe in dem Moment, glaube ich eigentlich nicht. Jetzt habe ich wahrscheinlich die Ketten getroffen und jetzt schießt die Hellcat auf mich. Jetzt habe ich nämlich ein Problem. Dement, wo ich offen bin. Cromwell und Hellcat schießen auf mich. Was echt nicht schön ist. Deswegen ziehe ich mich hier auch mal zurück. Weil ich da einfach nur zerschossen worden wäre. So, da ist der Cromwell. Der hat sich inzwischen wieder das nächste Ziel gesucht. Also der macht ordentlich Arbeit. Der macht aber 3000 Schaden, der Typ. Der gibt, wie gesagt, ordentlich Gas. Der ist auch zumindest hellgrün. Der hat eine 1007 W8 auf 14.000 Gefecht, das ist nicht so wahnsinnig berauschend, aber ist eigentlich ein richtig gutes Gefecht für ihn. Hier wollte ich halt eigentlich noch irgendwie von hinten als Sniper-Unterstützung arbeiten. Das Problem ist, dass keiner irgendwas aufdeckt, obwohl es 10 zu 7 steht. So, der T-34-2 scoutet mich dabei, deswegen fahre ich einfach weiter vor. Versuche hier in Schutz zu kommen hinter diesen Wellen. Um halt einfach mich ein bisschen, ja, in eine Position zu bringen, wo ich vielleicht wenigstens scouten kann. Für die, die hinter mir stehen, Chito und Hellcat, das ist relativ genaue Kanonen sind. Die andere Hellcat ist immer noch nicht gestorben, die hat auf dem Wall stand vorhin. Was mich leider ein wenig traurig stimmt. Und inzwischen nimmt der Cromwell es mit einem Löwe auf, wie ihr gerade links seht. Also, wenn man da hinguckt, da arbeitet der Cromwell, den wir gerade besprochen haben, an einem Löwe. Und es sieht nicht so wahnsinnig schlecht für ihn aus.
Muss ich auch mal sagen. Und ich weiß nicht, warum ich ihn jetzt wieder auf die Ketten geschossen habe und ihn immer noch keinen Schaden gemacht habe bei der Aktion. Und jetzt habe ich halt das sofort geschossen und mache ihm Schaden. Ich verstehe es nicht. So, und dann macht der Cromwell den Löwen weg. Wie ihr gerade seht. Also der Typ ist echt nicht schlecht. Der hat's drauf. Löwe ist auch alleine irgendwie gegen ihn. Konnte einen Kauf auf dem 80 von hinten, der wird aber erstmal vom Cromwell weggemacht. Ich weiß nicht, warum, was der Löwe da macht. Ob der überhaupt sich irgendwie Lust hat zu wehren. Der müsste ihn nur einmal treffen und dann weg. Auf jeden Fall mache ich das dann. Und der will aber hier noch sogar ausweichen. Und ich erwische nur mit einer Ecke gerade so. Weil ich ihm noch den letzten Schaden gebe. Bei der Aktion. Sonst hätte er mir echt noch ausweichen können. Der Typ hat ordentlich was gerissen für sein Team. Der Rest von seinem Team allerdings nicht so wahnsinnig viel. So, und hier habe ich einen T-34. Der T-34 hat so eine hohe Kanone, dass ich mich direkt ranstellen kann und er kann mir keinen Schaden machen. Das funktioniert beim T-29 und T-32 genauso. Die Kanone ist so hoch, wenn ich direkt daneben stehe, kann er mir keinen Schaden machen, weil er nur noch mal meinen Turm schießen kann. Ist eine sehr spaßige Situation, wenn der große, böse Heavy einfach mal nichts mehr machen kann gegen dich. Hier habe ich schon gedacht, das ist vorbei. Aber dann erst später realisiert, dass nur so 100 lebt. Also deswegen stand ich hier gerade so etwas ratlos rum, habe mich gewundert, warum das Spiel nicht endet. Dann habe ich hochgeguckt, hier ist 14 zu 10. Sprich, irgendwo ist nur so 100. Und wenn die mir einen mitgibt, will ich eigentlich keinen zweiten abkriegen. Und dort hat mir einer geschrieben, you fit right in. Das war eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee. Das Problem ist, dass anscheinend die Schüsse von rechts kamen. Zumindest hatte ich den Eindruck. Weil gerade am, was ist das eigentlich hier, am der Hellcat, einem Heck ein Schuss hängen geblieben ist. Deswegen habe ich den Eindruck, dass dort oben vom Centurion die Schüsse kommen. Von der SU-100, dass sie irgendwie zurückgefahren ist durchs Wasser. Also hier in dem Bereich kann man hier runterfahren, ohne gesehen zu werden, wenn die nur noch hier oben stehen. Und ich habe halt den Eindruck, dass sie sozusagen hier hinten stehen. War natürlich vollkommen falsch. Die stand hier, ich weiß auch nicht, wie sie da an der Hellcat hinten hängen geblieben ist. Das will sich mir einfach nicht erklären. Die hat mir nicht gegönnt, dass ich ihr noch einen Schuss gebe. Dafür tötet sie ja der Jagdpanzer 4 noch. Naja, also wie gesagt, der Cromwell hat's richtig rausgerissen. Der hat insgesamt 6 Kills gemacht, sprich ein Krieger, über 3000 Schaden. Nur leider hat sein Team sonst nicht funktioniert. Das tut mir wirklich leid für ihn. Der hat lustigerweise das gleiche, also wenn ihr auf meinen Replay-Link unten geht, seht ihr, könnt ihr auch euch das Replay aus seiner Sicht runterladen und auch gucken, was die Statistik und so weiter sind. Guckt euch das mal an. Der Typ ist echt nicht schlecht. Und der hat, wir haben beide ungefähr 10 Minuten später das Replay hochgeladen auf www.replays.com. Es tut mir echt leid für ihn. Der hat nämlich richtig Arbeit gemacht und der hatte auch echt Ahnung, wie man einen Cromwell fährt. Also wie gesagt, der hat einen Löwen von, ich glaube, der Löwe war entweder volles Leben oder zumindest dreiviertel voll, wo der Cromwell noch halb voll war, hat er runtergehauen und besiegt im 1 gegen 1. Das sollte eigentlich nie passieren, aber er hat es geschafft. In diesem Sinne, euch noch einen schönen Tag und bis bald.